Servus, hier ist wieder der Volker vom Session Music und heute habe ich euch mal den Alesis Q25 mitgebracht. Wie man hier unschwer erkennen kann, handelt es sich um ein 25-tastaturiges Master Keyboard. Ist auf das Nötigste beschränkt, das heißt, wir haben hier ein Modulationsrad, frei zuweisbar im Prinzip, Pitchband, ein Data Entry, der ebenfalls nochmal belegbar ist, Oktav-Switch für Up und Down und eine MIDI-Select-Taste, die ich dann benutzen kann, um eben die Einstellungsparameter hier zu ändern. Das heißt, ich habe hier Velocity, Aftertouch, Reverb, Depth, Volume, Continuous Controller, Transpose etc. pp. Drücke also erst im Prinzip die Select-Taste, wähle dann die Tastatur aus, also die Taste für den jeweiligen Bereich. Also ich möchte einen MIDI-Kanal ändern, gehe ich also auf MIDI-Channel, wähle dann hier die Nummer und bestätige mit Enter. Wenn ich irgendwo mich verfranst habe oder so, komme ich mit Cancel einfach wieder zurück und kann so im Prinzip dann relativ simpel meine Einstellungen vornehmen. Das Ganze ist recht gut verarbeitet. Wir haben hier Plastik. Allerdings, ist das ordentlich gemacht, das Ganze. Die Tastatur spielt sich soweit auch ganz okay. Und ja, kann man im Prinzip nichts sagen. Ist halt, wie gesagt, schön kompakt. Also ideal für unterwegs, das Ganze. Kriegt dementsprechend natürlich auch Stromspeisung über USB. Um euch zu zeigen, wie man damit arbeiten kann, haben wir hier mal so ein kleines Set vorbereitet. Wir haben Cubase 5 hier gerade offen mit Massive, Absinthe 5 und Battery. Haben schon einen Loop vorbereitet im Prinzip und wollen jetzt einfach mal die Klänge über die Tasten dann dementsprechend einstellen. Möchte euch vorher aber kurz nochmal die Automation zeigen. Das heißt, ich habe jetzt hier bei Massive zum Beispiel einfach über die Learn Function das Modulationsrad eben auf die Mod Pitch gelegt. Und über den Data Entry bewegen wir jetzt einen Cutoff. Ja, so, und im Prinzip kann ich das jetzt alles mit aufzeichnen. Ich nehme jetzt einfach mal hier zu dem Loop ein bisschen was dazu auf. Hört, läuft das jetzt gerade im Loop. Jetzt habe ich noch einen Absinth drinne. Da habe ich so ein bisschen arpeggierten Sound noch. So, den können wir jetzt einfach auch noch mit dazu nehmen. Also im Prinzip ein Loop von vorne gestartet. Also wie gesagt, ist einfach im Prinzip ganz einfach zu machen. Ich kann hier auch während des Spielens natürlich einfach die Oktav switchen. Ja. Auf der Rückseite ist vielleicht noch zum Schluss ganz interessant. Haben wir Gott sei Dank auch noch eine MIDI-Outbuchse. Das heißt, man kann also eben nicht nur an Computer, sondern ich kann das Ganze natürlich auch mit Soundmodulen dementsprechend kombinieren. Auch wenn ich es fernab vom Rechner benutzen will, müsste ich mir halt dazu allerdings noch ein externes Netzteil holen. Das ist dann separat erhältlich. Und ich habe noch eine Möglichkeit, einen Sustain-Taster anzuschließen. Ja. Genau, das war es soweit von mir und dem Q25 von Alesis. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und war informativ. Wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr wie immer natürlich gerne anrufen, eine E-Mail schreiben oder natürlich direkt bei uns im Laden vorbeischauen. Vergesst auch nicht, auch hier gilt die 33 Tage Money Back und das 66 Tage Umtauschrecht. Ich bin der Volker vom Session Music und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.